Namaste. Namaste. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass du gemeinsam mit uns eine Morgenmeditation durchführst. Setze dich am Beginn aufrecht auf einen bequemen Stuhl. Achte darauf, dass deine Rückenwirbelsäule gerade ist, das Kinn parallel zum Boden. Nimm nichts mit an Gedanken, an Ideen, an Vorstellungen, an Ängsten, an Sorgen. Alles, was dich in diesen Tagen bewegt, lass jetzt einfach los. Zur Unterstützung werden wir am Anfang dreimal tief durch die Nase in den Bauch einatmen und durch den offenen Mund wieder ausatmen. Tief einatmen und halten, 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 halten und ausatmen. Und halten, 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 halten und ausatmen. Und halten, 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 halten und alles loslassen. Zur weiteren Vorbereitung der Meditation üben wir Pranayama Nadi Shodhana, die wechselnde Nasenatmung. Dazu die linke Hand auf dem linken Oberschenkel ablegen, von der rechten Hand den kleinen Finger und den Ringfinger zum linken Nasenloch, rechts ausatmen, rechts einatmen, Wechsel links ausatmen. Links einatmen, Wechsel rechts ausatmen, rechts einatmen, Wechsel links ausatmen, links einatmen, Wechsel rechts ausatmen, rechts einatmen. Wechsel links ausatmen, links einatmen, Wechsel rechts ausatmen. Du kannst Pranayama Nadi Shodhana, die wechselnde Nasenatmung, während des Tages öfters üben. Es bringt die Hemisphären des Gehirns in Balance, du wirst ruhiger, ausgeglichener. Denke daran, dir vorher die Hände zu waschen. Mit der Rückenwirbelsäule gerade, aufrecht, Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen. Schließe deine Augen. Lass uns gemeinsam dreimal Om singen. Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins für die Unendlichkeit. Anerkenne die höchste Realität. Wisse, dass du eine individualisierte Einheit dieser höchsten Realität bist. Unendlich, ewig, ohne Beginn und ohne Ende.
Anerkenne die Heiligen aller spirituellen Erleuchtungstraditionen und die angeborene göttliche Natur eines jeden Menschen. In unserer Tradition des Kriya-Yoga ehren wir besonders unsere Guru-Linie, Mahavatar Babaji, Lahiri Mahasaya, Sri Yukteswar, Paramahansa Yogananda, Roy Eugene Davis und alle Nachfolger. Lass die Sehnsucht deiner Seele zur Ganzheit wiederhergestellt zu sein, deine Meditationserfahrung bestimmen. Stell dir vor, du meditierst in Gott und Gott in dir als du. Mit der Konzentration auf den Bereich zwischen den Augenbrauen beobachte von dort deinen Atem. Es ist nicht notwendig, zu versuchen, den Atem zu kontrollieren. Beobachte einfach den natürlichen Fluss und Rhythmus deines Atems. Beobachte und fühle, wie du nach jedem Ausatmen geistig ruhiger und körperlich entspannter wirst. Lass bei jedem Atemzug das Gefühl zu, dass hier und jetzt alles in Ordnung ist.
Wir kombinieren jetzt den Atem mit einem Mantra. Denke daran, dass die Wiederholung eines heiligen Mantras eine heilende Wirkung auf dich haben kann. Sprich gedanklich beim Einatmen. So. Sprich gedanklich beim Ausatmen. Ham. Wenn Gedanken, Bilder oder Emotionen auftauchen, schenk ihnen keine Beachtung, lass sie einfach weiterziehen und kehre zurück zu deinem Atem und deinem Mantra. So. Wenn es dir nicht gelingt, deine Aufmerksamkeit zu konzentrieren, öffne deine Augen, blicke geradeaus in die Ferne, ohne irgendetwas zu fokussieren.
Wenn sich deine Gedanken beruhigt haben, schließe deine Augen wieder und kehre zurück zu deiner Atmung und deinem Mantra. So. Hum. Wenn sich deine Gedanken und Emotionen vollkommen beruhigt haben, leg das Mantra beiseite und verweile in dieser ruhigen, friedvollen Stimmung, in dieser Stille. Bleib aufmerksam und fokussiert, beobachte und höre.
Öffne deinen Geist, dein Herz, die Essenz deines Seins für Mitgefühl, für Freundlichkeit, für Gelassenheit, für Dankbarkeit. Stell dir die mehr als 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Erde vor. Erinnere dich an die göttliche Natur eines jeden Menschen, ohne Ausnahme eines jeden Menschen. Wünsche ihnen allen das höchste Gute. Sieh sie gesund, glücklich, zufrieden, optimistisch und konstruktiv, freundlich und friedvoll, erwacht zu ihrer wahren Natur. Lächle ihnen zu und habe Mitgefühl, sei freundlich, sei gelassen, sei dankbar. Sieh dich selbst, gesund, zuversichtlich, zufrieden, selbstbewusst, freundlich und friedvoll, optimistisch und konstruktiv, erwacht zu deiner wahren Natur. Sieh dich, wie du für andere da bist und sie unterstützt. Lächle dir selbst zu und sei dankbar für diese transformative Zeit, für die Erkenntnis und Akzeptanz, dass in dieser materiellen Welt alles ständig in der Veränderung ist. Nichts von Bestand. Lass uns gemeinsam einmal Om singen. Om. Komm am Schluss der Meditation wieder zurück ins Hier und Jetzt und öffne ganz langsam deine Augen. Du kannst natürlich noch gerne so lange, wie du möchtest und Zeit hast, in dieser ruhigen, friedvollen Stimmung verweilen. Nimm diese Stimmung mit in den Tag und schenke sie anderen durch deine Anwesenheit.
Roy Jean Davis schreibt in seinem Buch Sieben Lektionen im bewussten Leben über das vierte Niyama, Svadhyaya. Svadhyaya bedeutet Selbsterforschung. Metaphysische Studien und meditative Kontemplation, um die eigene wahre Essenz und die Realität Gottes zu verstehen. In Patanjalis Yoga Sutras wird Svadhyaya, das vierte Niyama, folgendermaßen beschrieben: Einsichtsvolles Studium und Analyse höherer Realitäten und intensive spirituelle Praxis führen zur Gottverwirklichung. Roy Jean Davis schreibt in seinem Kommentar hierzu: Ein intellektuelles Verständnis dessen, was Gott ist, was Seelen sind und woher sie kommen, und von physikalischen und metaphysischen Gesetzen der Ursache und Wirkung ermöglichen es uns, unsere Beziehung zu Gott und dem Universum zu erkennen, effektiv zu leben und gekonnt zu meditieren. Svadhyaya, Selbsterforschung. Ja, ich möchte am Schluss gemeinsam mit dir noch ein Mantra singen. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. Mögen alle Menschen glücklich, zufrieden und friedvoll sein. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. 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 Mögen alle Menschen glücklich, zufrieden und friedvoll sein. Ja, ich wünsche dir einen tollen Tag in dem Bewusstsein von Svadhyaya. Wenn du möchtest, gerne morgen zur gemeinsamen Meditation. Bis dahin, Namaste. Namaste.